Hallo und herzlich willkommen zur Werkstatt. Und wir haben was erfahren über die Gegenstandsmodifikation. Aha, Mal schauen, können wir hier an der Werkbank? Was, wenn ich das jetzt hier reinlege? Geht gar nicht. Ich denke, ich kann... Warte mal, wenn ich jetzt das hier nehme und zum Beispiel theoretisch... Nehmen wir mal zum Beispiel hier unsere Jacke. Ne? Und wir nehmen mal rein den Ausdauer, Angriffskraft und so weiter. Jetzt ist das eine Waffenmodifikation, oder? Ach, Waffen und... Ne, aber Rüstung steht auch. Ist doch eine Rüstung, oder? Nicht so wirklich, oder? Sehr merkwürdig. Aber wir können die auf alle Fälle... können wir die hier rein? Dann können wir die noch mit... in die Blitzi rein, oder? Haben wir den noch im Blitz hier drin, aber da brauchen wir nicht unbedingt eine Werkbank dafür. Wenn ich das so anschaue. Das ist doch dann Quatsch. Strange. So, dann begeben wir uns mal zu Trumbos Haus. Wo müssen wir da hin? Dann hier? Ach hier, zum Gleiter. Okay. Dann gehen wir zum Gleiter und gleiten wunderbar dahin. Ist hier noch irgendwie jemand, mit dem wir vielleicht reden können? Manchmal stehen ja sinnfreiwillig rum. Weiß ja manchmal... Upsa, nie. Gut, wir sind mal bei der Gleiter. Alle falsch. Hier rüber muss ich da. Sehr merkwürdig, finde ich. Sehr. Da oben ist er doch. Was ist denn das dort? Was ist denn das andere dort für ein Symbol? Da ist doch der Gleiter. Damit kann man fliegen, richtig? Achso, wir müssen mit ihm hier reden. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Passen Sie auf sich auf. Klar. Aber irgendwie schon. Passt perfekt. Oh, aber hätten Sie wenigstens zwei Routen machen können. Eine hin, eine her. Damit man aneinander vorbeifliegt und nicht durcheinander durch. Aber okay. Sind wir mal nicht zu zimperlich. Welt hier. Ja, da hat noch, das war noch das letzte Mal, dass BioWare das anständig geliefert hat. Also, jetzt mal für ein Online-Spiel. Wir wollen auch unser Raumschiff wieder zurück. Kommen wir das jemals wieder zurück? Was denken wir? Haben wir eine kleinste Chance, dass wir das wieder zurückbekommen? Was machst denn du? Was verkaufst denn du? Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Ja, naja. Naja, wir haben eigentlich schon einen. Obwohl, deine sind echt schlecht. Seht euch ruhig um. Nö. Wir haben schon einen Blitzi bekommen. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht großartig umzusehen. So, ja, wohin müssen wir eigentlich? Müssen wir jetzt nicht? Ach so, da hätten wir auch hinrennen können. Deswegen war das Symbol da, weißt du. Ja klar. Jetzt verstehe ich, aber warte mal, da ist noch jemand, der was vielleicht von uns wollte. Grüß Gott. Bitte, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Soldaten haben mich verprügelt und ausgeraubt. Sie haben meine Tochter. Das waren Verbrecher, keine guten Soldaten. Dann helft mir. Wendet euch nicht ab, so wie die anderen. Bitte helft mir. Meine Tochter bedeutet mir alles. Holt mir meine Tochter zurück. Helft mir. Ja. Was wissen wir sonst noch? Sie waren zum Fort unterwegs. Bitte findet meine Tochter. Na gut. Ich kann mich ja mal umsehen, wenn ich das nächste Mal im Fort bin. Bitte, beeilt euch. Ich will meine Tochter wiedersehen. Ja schon, aber wir schauen trotzdem erstmal hier hin. Wir schauen trotzdem erstmal hier rein, ne? Noch irgendwas hier? Nee. Wo eigentlich? Hey. Wo müssen wir hier rein? Warte mal, wir müssen hier irgendwo... Ach, hier. Nee. Hallo. Ihr sucht sicher meinen Mann. Ich habe Meister Vido schon gesagt, dass er angeln ist. Möchtet ihr vielleicht stattdessen einen leckeren Flachkuchen? Ist noch ganz frisch. Angeln? Es wimmelt hier nur so vor Separatisten. Was will Trimbo denn da draußen angeln? Das Abendessen will ich hoffen. Es gibt heute aqualischanischen Eintopf. Wenn ihr nicht auf Trimbo warten möchtet, macht doch einen Spaziergang zu ihm. Der Strand ist so entspannend. Trimbo ist in seinem Angellager. Er freut sich sicher über etwas Gesellschaft. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Diese rhodianischen Paprika werden nicht von alleine gar. Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Was sagt denn ihr? Sön Oders Tochter. Das ist eigentlich recht schön hier, ne? Wow. Halt sehr pragmatisch eingerichtet. Na. Kann es nicht anders sagen. Sehr, sehr pragmatisch eingerichtet. Ihr da, habt ihr mal kurz Zeit für Politik oder für ein Geschäft vielleicht? Ich würde gern übers Geschäft reden, wenn ihr Interesse habt. Moment. Ich bin Gizmil Gam von der hiesigen Regierung. Also was meint ihr? Wollt ihr arbeiten? Für mich, für euch, für die Republik? Ich arbeite nicht umsonst. Die Bezahlung kann sich sehen lassen, aber sie ist nicht herausragend. Wir leben in harten Zeiten, aber die Sache ist wichtig und eine Belohnung wert. So ist die Lage. Ich kümmere mich um eins der abgelegenen Dörfer und dieses Dorf, das, nun ja, das ist sich seiner Zuneigung zur Republik noch nicht ganz sicher. Die Leute sind unruhig. Die Separatisten versorgen sie mit gewissen Gütern. Also fangen sie an, den Separatisten mehr zu vertrauen. Sie werden hochmütig, sprechen von Rebellion, werden sogar gewalttätig. Da herrscht das Chaos. Welche Rolle spiele ich dabei? Ich denke, wir können das Dorf am besten für uns gewinnen, wenn wir die Separatisten bei ihrem eigenen Spielchen schlagen. Wir überhäufen die Dorfbewohner mit Geschenken, zeigen ihnen, dass sie uns auch wichtig sind. Deshalb habe ich einige Vorräte bestellt. Aber ich habe gehört, meine Lieferung ist im Safrib-Gebiet verloren gegangen. Jemand muss sie zurückholen. Das sollte ein Kinderspiel werden. Gut, das wollte ich nur hören. Seht euch um. Ich glaube, die Lieferung hatte eine Droiden-Eskorte. Haltet danach Ausschau. Sie wurde zuletzt auf der Safrib-Insel gesehen. Safribs kennt ihr ja sicher. Riesige, grausame Bestien, die euch liebend gerne zum Mittag verspeisen würden. Wir haben ja unseren Blaster dabei. Oder? Oder? Ist doch bestimmt gut. So, ja. Okay. Was ist eigentlich da hier? Nix. So, dann denke ich, müssen wir hier entlang, ne? Wartet mal, wir hätten hier... Ja, und wo ist die tödliche Lieferung eigentlich? Ach, da unten. Wir gehen trotzdem erstmal. Das andere lassen wir erstmal ein bisschen... Das nehmen wir ein anderer Mal mit. Oder? Nee, wir gehen doch ein Stück. Ich habe mich umentschieden. Ich habe mich echt umentschieden. Achso, wartet. Können wir da vielleicht mit... Nee, ich habe mich nochmal umentschieden. Wir werden nochmal den Kleider nehmen. Ich
glaube, das mit der Tochter hat Vorrang. Da kann allerhand passieren mit so Töchtern. Das gefällt unserem Freund hier überhaupt nicht. Auch wenn er echt nicht sehr... Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Auch wenn er nicht zart beseitet ist. Also ein bisschen Geschick mit den Damen hat er bis jetzt noch nicht bewiesen, ne? Das müssen wir jetzt mal hier... Ja, müssen wir wirklich nicht anders sagen. So ein bisschen Geschick mit den Damen können wir vergessen. Hey, beinahe. Wir haben eine Runde geschossen. So, wollen wir schauen, wo das ist. Irgendwo abseits hier drüben. Hier oben. Hier hinten. Ich denke irgendwie, dass ich falsch laufe. Ach so, hier oben. Nee, das ist doch die tödliche Lieferung. Hier müssen wir hin. Man. Verlauf mich, obwohl das hier eigentlich gar nicht zu verlaufen geht. Selbst hier verlaufe ich mich. Gut, wir könnten auch gleich hier schauen. Das sehen wir es hier. Dann verlaufen wir uns auf alle Fälle nicht. So. Gehen wir mal hier rein und sagen den Entführern guten Tag. Würde ich mal beinahe behaupten. Na los, rein mit ihr, aber plötzlich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hab euch doch schon gesagt, dass ich nichts weiß. Ich schwöre es. Ja, das hast du gesagt. Aber weißt du, was ich denke? Ich denke, du hattest einfach nicht genug Ansporn, mir die Wahrheit zu sagen. Hey, was macht ihr denn hier? Ihr dürft hier nicht rein. Diese Operation ist streng geheim. Erklärt mir mal jemand, was hier vor sich geht. Das geht euch gar nichts an. Verschwindet. Er lügt. Sie haben uns entführt. Sie foltern uns. Halt die Klappe! Bitte, ihr müsst sie aufhalten. Sie foltern uns. Ich sagte, du sollst die Klappe halten. Sie hat die Republik verraten. Sie kriegt nur, was sie verdient. Die Gerichtshöfe sind überfordert. Der Gerechtigkeit muss dringend auf die Sprünge geholfen werden. Wenn ein paar republikanische Soldaten dazu härter durchgreifen müssen, warum nicht? Das sind aber ziemlich üble Geschäfte. Die Folter ist ein legitimes Mittel in der Kriegsführung. Glaubt ihr denn, die Separatisten würden sie nicht einsetzen? Oder das Imperium? Diese Missgeburten hier wurden alle dabei erwischt, wie sie für die Separatisten gearbeitet haben. Sie sind Verräter, aber vor allem besitzen sie Informationen über die Aktivitäten der Separatisten. Alles, was wir tun, ist, ihnen diese Informationen zu entlocken. Informationen, die viele republikanische und mantellianische Leben retten können. Wen interessiert es da noch, wie wir an sie herankommen? Die Republik zeigt ihren Feinden gegenüber Respekt. Uns macht das ja auch keinen Spaß, aber welche Wahl haben wir? Hört mir zu. Nehmt dem Vater der Kleinen diesen Ring mit und sagt ihm, dass das alles ist, was ihr von seinem Töchterlein finden konntet. Im Ring ist ein Abhörgerät versteckt. So bekommen wir alle Informationen, die wir brauchen. Ganz ohne fragwürdige Methoden. Ist es so besser? Mit eurer gespielten Gerechtigkeit ist jetzt Schluss. Hey, immer mit der Ruhe! Eine Schießerei wollen wir doch alle nicht! Wenn ihr die Verräterin so dringend haben wollt, meinetwegen! Aber ihr helft damit nur den Separatisten. Sag mal, sei's drum. Danke. Danke, dass ihr mich befreit habt. Es war so schrecklich. Seid ihr wirklich Separatisten? Nein, nein. Wir waren bei ein paar Demonstrationen und Treffen. Aber wir haben nichts getan. Und wir wissen überhaupt nichts. Wer es glaubt, wird selig. Es ist wahr. Wir hatten keine Ahnung, dass man uns wie Verräter behandeln würde, nur weil wir unsere Meinung äußern. Vielleicht solltet ihr von nun an lieber den Mund halten. Das geht nicht.
Wenn niemand den Mund aufmacht, wird sich auch nichts ändern. Aber ich werde vorsichtiger sein. Versprochen. Ich danke euch. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich jetzt tot. Schwierig zu sagen, ne? Weil die Republik wird ja hier nicht als komplett gut dargestellt, ne? Das finde ich schon mal gut. Dass die Republik hier so ein bisschen auch in sich, ne? Weil auch in der Republik und ist ja so in Deutschland genauso wie in... Sagen wir es mal hier. Dass es so ist, dass es da auch innerhalb, ich sag's mal in Anführungsstrichen, der Guten gibt es hier auch die Guten und Bösen. Oder vielmehr Grauzonen. Gibt ja ganz viele Grauzonen. So, wir gehen ja mal. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ja, okay. Passen Sie auf sich auf. Holen wir uns gleich unsere Belohnung ab, ne? Haben wir wenigstens. Haben wir wenigstens das gleich. Und dann würde ich trotzdem sagen, wir gehen erstmal zu den Lieferungen und der Droiden-Eskorte. Wie wir dann weiterkommen. Wie viele hattest du heute? Vier. Was vier? Vier was? Ich will mir den Preis von Gizmel holen. Wart's nur ab. Den Preis kriegt derjenige, der die meisten Separatisten erwischt. Wart's ab, Kumpel. Wart's ab. So, dann schauen wir, was der sagt, der Baba. Und vor allen Dingen, wie viel er uns gibt. Das ist ja das Entscheidende für unseren Schmuggler. Wie viel wir bekommen. Danke, danke. Ihr habt meine Tochter gerettet. Leute, dieser tapfere Held hat meine Tochter gerettet. Ruhe. Sie rief an, um mir zu sagen, was ihr für sie getan habt und wie dankbar sie euch ist. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt nicht zufällig eine Belohnung für mich, oder doch? Ja, jetzt, wo meine Tochter zu mir zurückkommt. Danke vielmals. So, was haben wir denn? Medipack und Gamaschen. Moment. Gamaschen ziehen wir. Zack. Sofort an. Und weiter geht's. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wenn wir zu der Lieferung wollen, dann hier. Ne? Dann sind wir genau richtig. Perfekt. Perfekt. Dann schauen wir mal, wo die Lieferung dann genau ist. Müsste denn hier runter sein? Schauen wir lieber noch mal. Ja. Irgendwo müssen ja hier dann die... Hier unten, oder? Dass wir wieder mit meinen Kräften hier klarkommen. Nee, halt, da müssen wir ein bisschen näher hin. Achso, das geht's gar nicht. Damit das Falsche. Damit da das Falsche, ne? Achso. Dann sollten wir doch unseren normalen Schuss wieder auf die 1, weil so macht er nur so einen Blödsinn. Ja, das ist natürlich doof. Wo war das? Blasterwirbel war... Nee, Blasterwirbel war es nicht. Schnellschuss? Nee, Schnellschuss war es nicht. Was war denn das denn? War das der Schmugglerschuss? Schusswirbel. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Wir haben da hinten den... Genau, das passt schon. So, gut. Wo sind wir denn?
Nee, halt, wir müssen doch. Hier runter müssen wir, ne? So, der. Gut. Dann werden wir uns mal nach vorne bewegen. Moment. Und tschüss, mein Freund. So, dann werden wir die, wenn wir auch noch. So, du lebst noch. Sag doch das. Ach, da hinten ist noch einer. Warte, da ist noch ein blinderer Separatist. Der nimmt so wie er ist. So, dann gehen wir mal hier so entlang, würde ich sagen, an den Feuern. Ah, wir hatten lieber schon. Gut. Schauen wir nachher nach, ne, was es hier gibt. Wie weit ist es denn eigentlich noch entfernt? Das ist gar nicht so weit. Gehen wir mal da unten so entlang. Doch, das hat den anderen auch mitgetroffen. Das hat tatsächlich den... Oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Danke. Gut. Ihr seid lieb, ne? So, irgendwo hier muss es sein. Das ist doch die Karawanenroute hier, oder? Hier oben. Ah, hier. Halt! Du kannst da nicht stehen bleiben. Der Platz ist für meine Gundark-Freunde reserviert. Und du bist eindeutig kein Gundark. Dafür hast du viel zu kleine Ohren. Hör mal. Riechst du das? Da blubbert ein alderanischer Eintopf. Aber wieso kann ich den bis nach Ort Mantell riechen? Vidu schickt mich, um einen Kanister Chemikalien von euch abzuholen. Vidu? Ist das ein Musikinstrument? Habe ich davon vielleicht diesen nervtötenden Ohrwurm? Ich erinnere mich, dass jemand gesagt hat, ein Fremder würde kommen, um meine Chemikalien zu holen. Du bist mir fremd. Hat er dich gemeint? Ihr habt wohl ziemlich starke Dämpfe eingeatmet. Hat meine Frau das gesagt? Die ist seit 20 Jahren tot. Auf die darfst du nicht hören. Es hatte noch niemand Glück dabei, sich meine Chemikalien zu holen. Weißt du warum? Weil die Aknot-Attentäter in den Wäldern jeden angreifen, der mich besucht. Aknot-Attentäter? Ihr meint wohl eher Separatisten. Was glaubst du denn, wer wirklich hinter diesen Separatisten steckt? Na, diese listigen kleinen Schweine. Aber mit denen werden wir schon fertig. Was du eigentlich brauchst, ist ein Punkt-Teleporter. Aber ein ehemaliger Assistent ist mit dem Prototyp auf der Sonnebruch gelandet. Viel Glück! Falls du explodierst, komm ich doch mal besuchen und erzähl mir davon. Das haben die anderen auch getan. Ansonsten geht's dir noch ganz gut. Ach, ich wollte eigentlich die andere Mission machen. Okay. Es war... Moment, wer kommt hier? Achso. Jetzt. Ist klar, wer da kommt. Wahrscheinlich ein Separatist. Ja, ich habe eigentlich gedacht, es war ein bisschen doof jetzt. Wir bräuchten ja noch diese Loyalitätsdingsbums da, ne? Und da müssten wir... Komm, wir gehen noch schnell darüber. Das kriegt man doch noch hin, oder? Na, wartet mal. Aber wo ist denn das? Das ist irgendwo da drüben, oder? Können wir darüber?
Können wir darüber schwimmen? Sind das hier die? Sieht beinahe so aus. Ne? Können wir schauen, wie gut die sind? So, das... Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ups, ich verstehe. Oh Gott. Oh, wir haben doch... Wir gehen ab. Warte, wir gehen. Ah. Huch. Wir gehen mal lieber in Sicherheit, oder? Ja, das ist ja doof jetzt hier. Was haben wir hier alles? Vitalisches Glückstreffer, das können wir erst machen. Was war denn das hier? Halt ein verbündetes Ziel. Achso, nicht uns selbst, ne? Aber die waren ziemlich stark, ne? Die waren echt sehr stark, finde ich. Sollten wir uns noch ein bisschen aufheben, oder? Für spätere Zeiten. Sollten wir vielleicht ein bisschen stärker werden. Deswegen... Ich würde sagen, wir machen für heute mal Schluss. Immer mehr Dunkel. Irgendwie in eine Zeitschleife gefunden. Nochmal. Genau. Ich meine, den Bonus könnten wir zwar machen, aber ich nehme beinahe sogar an, dass... Obwohl Bonus... Nein. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Und sag ciao. Oh Gott, schaut mal hin, was alles hinter uns her. Nee, jetzt haben sie sich wieder beruhigt. Warte mal, da war doch irgendwo erholen. Ah, da kommt. Ah, könntet ihr aufhören? Könntet ihr bitte aufhören? Ich sag erstmal ciao. Wir gehen zurück zum Medizinsender erstmal. Vielleicht sind wir dann in der Nähe der tödlichen Lieferung. Denn hier ist irgendwie ein bisschen... ich weiß nicht. Wir brauchen einen Medizin-Druiden.